Damit herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3 Reforged in Kapitel 7, das Orakel. 20 Minuten später in den Höhlen des Steinkrallengipfels. Der Weg gabelt sich. Jede dieser Höhlen könnte sich über Meilen erstrecken. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Nun gut, aber passt auf, Jüngelchen. Wer weiß, welche uralten Wesen in den Tiefen des Berges lauern. Verstanden, Kern. Viel Glück. Hab ich das nicht gesagt? Wir haben so fest wieder. Eure Zeit ist gekommen. Wohl, ihr habt das vergessen? Mit deinem Handy erlernt die Fähigkeit. Ne? Nutzt mir rein gar nichts. Noch alles, was ich brauche. Also von daher. Niemand wird überleben. Und also definitiv. Mana-Trank. Rolle der Heilung. Ach. Aber ich habe hier so schön alle Sachen drin. Ich will davon nichts weglegen. Ja. Zip. Oder auch kein Zip. Und ich habe das Zip einfach nicht bekommen. Hallo, machst du mal Zip? Ja. Hallo? Für die Ehre. Sind die immun gegen Zauberei oder was? Sind ruhelos. Lockere Garde wohl. Ja, der hat's. Bei dem hat's geklappt. Ah, okay. Ah, Das war ein juckendes Auge. Eure Zeit ist gekommen. Meine Intelligenz. Die Geister sind ruhelos. Ah. Was lege ich dafür ab? So. Jetzt geht. Warum hat es die ganze Zeit nicht geklappt? Das ist sehr seltsam. Ja. Reif des Adels. Nein, definitiv nicht. Ja, die Stärke. Stärkeanleg kann ich ablegen. Ah, dafür Intelligenz. Die Geister sind ruhelos. Definitiv. Ich bin der Kriegshäuptling. Dann nochmal plus 3 Schaden, also von daher. Für die und mehr Mana. Was war das für ein, eine Schallwelle von dem Typen? Aber ich hasse es, mit so festen Einheiten zu kämpfen. Ondabu. Bin absolut kein Fan davon. Ja. Mag das nicht. Ondabu. Hier was? Ja. Sieht mir jetzt für die Ehre. Was ist das? Schlammmonster. Die Geister sind ruhelos. Ja. So, warte. Hallo, geh mal. Cool. So. Geh vor. Mach deine Wölfchen und dann zapp mal rein. Dann sollte ich das schaffen. Ring der Regeneration, der Trefferpunkt Regeneration. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Für die Ehre. Ich bin so vollgestopft. Die Geister sind ruhelos. Oder vielleicht statt maximal Mana Angriffsschaden, Angriffsschaden, maximal Mana. Also Mana ist für so einen Helden schon echt gut. Also für den Helden. Also weiter. Naja. Für die Ehre. Für Schicksalshammer. Okay. Oder Gespenst. Neben einem. Was auch immer. Rolle der Heilung. Vielleicht wäre es ja ganz sinnvoll. Warte mal. Komm, ich leg mal hier kurz das ab. Ja. Ups. Ich leg mal das ab. Für die Ehre. Und das an. Und das. Ja. Mach mal. Bäm. Heilen. Für die und Ehre. Wieder. Und Dabu. So, gehen wir jetzt nach rechts. Eure Zeit ich klicke mal schon. Gekommen. Hallo, uralte Tote. Für also, die Ehre. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Niemand wird überleben. Rolle der Toten belebt. Vor die Hand der Beweglichkeit. Die Geister sind ruhelos. Ist noch Beweglichkeit nochmal. Erhöht die alle drei Punkte am Rüstung um 1 und jeder Punkt erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Weil man ja auch sieht, was für eine Angriffsgeschwindigkeit man genau hat. Ja. Das ist immer noch normal.
Fähigkeit ist jetzt bei 27. Also die Rüstung muss um 1 erhöht sein. Und das macht, er weckt Tote, die Gegner angreifen. Okay, also das brauche ich auch nicht. Wo müssen wir dann hin? Bitte geht nach oben. Oh, natürlich nicht nach oben. Da, wo es sinnvoll gewesen wäre. Das sieht mir so oft. Und immer dahin, wo ich es nicht brauche. So, noch mehr Kisten. Noch mehr Kisten. Nochmal Kisten. Rolle der Ach, keine. Für die Ehre. Ich brauche noch Rolle der Heilung. Das wäre die einzige sinnvolle. Feuerkugel ist vielleicht ganz sinnvoll. Die Geister sind die Attacken von 5. Nehme ich das hier, klauen des Angriffs weg. Dabu. Ja. Für die Ehre. Sehr schön. Nochmal stärker. Auch wenn sie zu Schaden sind. Oh Gott. Strahl, du gehst mal vor, du tankst mit deinen. Du tankst mit deinen Wölfen. Also weiter. Was anderes wird nicht akzeptiert. So. Eure Zeit ist gekommen. Also weiter. Du komischer Todesklagengeist. Ich bin der. Geh bitte sterben. Dankeschön. Ja. Sehr freundlich von dir. Oh Gott, noch mehr. Dass ich von euch nicht genug hätte. Niemand wird überleben. Vielleicht sollte ich mir gleich mal einen Mana-Trank holen, um meine Mana wieder aufzufüllen. So. Für die Ehre. Tür zur Schatzkammer ist verschlossen, okay. Ja. Kann man das irgendwie öffnen oder so? Für die Ehre. Das ist ein Teleporter. Ondabu. Sag mal. Rein dort und. Ich bin der Kriegshäuptling. Okay, was erwartet mich hier? Ich bin Ashuna, die uralte Prinzessin der Mondkinder. Niemand darf an mir vorbei, bis ich mein Herz wieder habe. Die Magie der Statue hat eine unüberwindliche Barriere geschaffen. Was sie wohl mit ihrem Herz gemeint hat. Du sollst ihr sagen, dass du sie liebst? Ich bin der Kriegshäuptling. Vielleicht, keine Ahnung. Oh, hallo für Menschen. Ehre. Zu den Waffen! Okay. Wenn du das so sagst, dann gehen wir zu den Waffen. Ich habe jetzt schon 50% verloren. Meister? Ja, Kriegshäuptling. Ihr braucht meine Hilfe? Ich hätte bei dem auch ganz nett den Hals. Oh. Die Geister sind ruhelos. Ich hasse einfach Einheit mit Fähigkeiten. Für die Ehre. Okay, Oberzuchtmeister. Schön, dass es dich gibt. Wie kann ich helfen? Oh, du bist ich gleich tot. Der Kriegshäuptling. Und neben dir sind ein paar. Ondabu. Fang nur aus. Ja. Hi. Sehr schön. Soll ich töten? Das ist mal eine willkommene Verstärkung. Also das hier will ich nicht. Ich bin. Ich habe extra Steuerung 1 Kriegshäuptling. Steuerung 1. Dankeschön. Ein weiser Plan. So, Zerstörer. Die Geister sind ruhelos. Rolle des Manas. Das könnte ich mal kurz. Ehre. Ganz kurz. Ich hasse das. Ondabu. So, dankeschön. Gehen wir weiter hier. Nein. Ich war knapp. Bin der Kriegshäuptling. Rolle der Heilung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Großer Mana. Ja, komm. Mana-Trank nochmal mitnehmen. Zack. Dankeschön. Sonderbar. Ich habe in diesem Land doch bisher gar keine Schafe gesehen. Für einen Ork ist er ziemlich schlau. Eine Falle! Ach. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Dass das eine Falle ist. Die Geister sind ruhelos. Aber ist ja nicht so, als würde euch das nichts, als würde euch das irgendwas bringen. Für die Ehre.
Seid ihr auch tot? Und hat euch das was gebracht? Nein. Ist hier irgendwas? Die Harpien haben das arme Geschöpf fast getötet. Sie scheinen hinter seinem Schatz her zu sein. Tötet sie alle, dann nehmen wir den Rest für uns. Ja, ich hatte vor, die zu töten, wenn ich mal könnte. Ja. Ach, und den auch noch. Ich dachte, der ist so ein bisschen netter und hilft uns dann. Aber einer dieser Mutigen Magie. Ist gekommen. Deswegen haben wir diese Rolljäger bekommen. Kopfjäger, sorry. Die natürlich sterben. Ihr braucht meine Hilfe. Das Dingo. Ah. Die große Bestie hat ein magisches Amulett beschützt. Das nehme ich besser an mich. Wo? Ja, Kriegshäuptling. Da. Die Geister sind los. Ja, dann RIP 150. Ja. Mana. Ich bin der Kriegshäuptling. Bring das Herz zurück auf. Wo geht's hier hin? Ah, okay, das führt dahin wieder. Die Geister sind ruhelos. Das führt dann nur wieder dahin, okay. Hier ist euer Herz, Ashune. Erlaubt uns jetzt, zum Orakel weiterzugehen. Diese Tür ist verschlossen. Lokregal Nogul. Offenbar ist das eine Art Phantombrücke. Doch der verzauberte Edelstein, der sie bewegt, ist nicht da. Mit etwas Glück findet Kern ihn für uns. Meine Jüngelchen. Interessant. Mit Freuden. Man muss beide spielen. Und passiert irgendwas, wenn ich die zerstöre? Angriff! Ja. Würde ich mal sagen. Und warum machst du deinen Buff nicht? Zieht auf. Hallo? Wie scheiße ist das denn? Schon mit den Hufen. So. Ich kann mal alleine kämpfen. Verzag nicht, Jüngelchen. Ach, der ist ja immun dagegen. Hat er nichts an, das einzusetzen. Was ist das denn ganz normal? Knochenschmerzen. Ausdauer-Aura. Okay. Ah, Heilsalbe mal 3. Stellt im Verlauf von 5, ja. Ich du kriegst so ein bisschen, du kriegst ein bisschen und du da ein bisschen. Genau. Ihr werdet mal ein bisschen geheilt. Die Erdenmutter. Nicht wie weg hier! Nein, nicht da lang! Seid ihr selber schuld? Ne? Dafür kann ich ja nichts. Verzag nicht, Jüngelchen. Okay. Die Erdenmutter. Hi. Ich hab satt, durch diese Höhlen zu kriechen. Tju, tju. Ach, das ist diese Prozentchance, wenn die ja mit den Dingern gleich drauf Boden hauen. Na, schluck auf. Wichtig. Brillant der Stärke, Usisch. Mana-Trank und Rolle die Bestie. Hör den Schaden von 5 Binden Einheiten um 5 Sekunden. Ein Sturm. Ihr versteht, was ich meine. Könnt ihr selber lesen. Meine alten Knochen. Verstärkt 45 Sekunden lang um 25% die Stärke. Schaden. So. Ein Sturm. Sieht auf. Genau. Nach oben oder nach unten? Keine Ahnung. Die Grube ist voller Stacheleber. Sie scheinen einen Edelstein zu bewachen. Das hier muss den Mechanismus der Falle aktivieren. Ernsthaft? Wow. Ein schrecklicher Tod. Dämlich ist das. So, hast du die Frage, muss ich jetzt... Genau. Hier? Hallo? Mit geht nicht, okay? Muss ich nach oben. Nach unten scheint nämlich auch kein Weg zu sein. Genau. Wie komme ich an den... Ich muss ja hier durch, aber da kann ich ja nicht durch. Okay. Lass knacken, verzag nicht, Jüngchen.
Ja, lass die nochmal durch. Die Erdenmutter. Das ist echt schlimm. Mit der Kollision. Genau. So. Mit Freuden. Okay. Okay. Genau. Pum, offen. Alter, war ja ganz schön. Ishnupura. So, dann holen wir mal das Ding. Shushamin. Und ihr geht knacken. Hier hin, gucken, angreifen, etc. Sag nicht, Jüngel. Der Edelstein trägt eine Inschrift. Ah, das ist der Phantomstein, der Steinkrallenschlucht. Es heißt, er soll die Phantombrücke aktivieren, die zum Orakel führt. Okay, Rückzug. Ja, du hilfst mir da oben mit. Lass knacken. Hoffen die ganz gut alleine klarkommen. Ich kann helfen. Aber dieser Kobold-Genie ist echt verdammt riesig. Meine heilige Scheiße. Schmerz. Lass knacken. Das hat hier ganz verlangsamt. Ausdauer. Also das wird hier nicht angezeigt, aber die haben trotzdem die ganze Zeit, okay? Plus 12. Ach du Scheiße. Verzag nicht, Jüngelchen. Nett. Ein Sturm zieht auf. Da macht der jetzt 59 bis 69 Schaden. Meine alten Knochen. Ist doch schön. Schmerzen. Der so viel Schaden macht. Ein Sturm zieht auf. Dann noch das Salamanderlord. Ich würde jetzt Salamandrit lesen oder so. Ist nah. Gut. Meine alten Knochen schmerzen. Mana-Trank. Zack. Genau. Hört die Stärke um. Erhöht die Stärke noch um 6. Alter. Das wird richtig heftig. Zieht auf. Ah. Wollte gerade sagen, Schatten wird sich mit Sicherheit nicht bewegen. Statuen erwachen zum Leben. Wappnet euch. So, und. Mit Freuden. War so klar, dass sie immer gegen Mana sind. Magie. Und da kommt noch ein ganz großes Vieh. Ah, ja, ja. Eischutz, nimm auf. Dankeschön. Das ist ganz nützlich. 200 Schaden. Oh ja, das ist nützlich. Die Erdenmutter ist nah. Mach ich pack noch einen. Wo ist er hin? Hä? Ist doch nicht zerstört worden. Warte, okay. Genau. Oh, hi. Was geht ab? Nea Shushamin. Hallo? Also weiter. Hallo? Verzag nicht, Mädchen. Ach, geil. Ach so. Meine ja, dann. Alten Knochen schmerzen. Ja, hier. Hebt mal auf. Mit Freuden. Und dann mal nach oben. Genau. Du hast ein Level abbekommen. Die Geister sind ruhelos. Ein Sturm zieht auf. Ah, die Phantombrücke. Wie in den Legenden geschildert. Nun wird der Weg zum Orakel offenbart, junger Kriegshäuptling. Hübsch. Und ich hab alle beide. Orks, ich wusste doch, dass wir verfolgt werden. Zu den Waffen! Ich dulde hier keine Gewalt. Diese Stimme. Ihr seid kein Orakel. Ihr seid der Prophet. Gut erkannt, Sohn von Durotan. Ich bin der Prophet. Da ich euch nun alle hierher geführt habe, werde ich euch verraten, was das Schicksal bereithält. Was zur Hölle ist hier los? Frall, das ist Jaina Prachtmeer. Anführerin der Überlebenden von Lordaeron. Überlebende? Was redet ihr da? Die Invasion der brennenden Legion hat begonnen. Lordaeron ist schon gefallen. Und nun wollen die Dämonen Kalimdor unterwerfen. Nur gemeinsam, vereint gegen die Schatten, könnt ihr diese Welt vor den Flammen retten. Mit denen vereint? Seid ihr verrückt? Habt ihr mir denn nicht zugehört? Die Legion kommt, um alles Leben auszulöschen. Thrall,
Euer Freund Höllschrei steht bereits unter dem Einfluss der Dämonen. Bald ist es um ihn und euer ganzes Volk geschehen. Nein, lieber sterbe ich, als das zuzulassen. Dann müsst ihr ihn unverzüglich retten. Er ist der Schlüssel zu dem versprochenen Schicksal. Aber ihr werdet Hilfe brauchen. Wartet, das ist Irrsinn. Ihr könnt unmöglich erwarten, dass ich... Die Stunde der Wahrheit ist gekommen, junge Zauberin. Ihr müsst euch entscheiden. Wenn das Leben siegen soll, muss sich die Menschheit mit der Horde zusammentun. Ja, aber wie wird sich das jetzt äußern? Das werden wir vielleicht dann in der nächsten Mission sehen oder auch nicht. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.